Hallo, ich bringe euch hier eine Dualschädellegung mit. Das ist ein gebuchtes Kundenbild. Meine Kundin möchte eben gerne wissen, wie es mit ihrer Dualseele weitergeht, was er denkt und was er fühlt. Ja, und ich schaue jetzt gleich als erstes auf seine Gedanken. Also hier kann man schon sehen, dass der gute Mann sehr, sehr viel nachdenkt. Ja? Er hat auch Kummer, er ist erschöpft und er denkt aber auch darüber nach, dass er schon verliebt ist in meine, also in dich, ja. Und aber das ganze Verliebtsein hat hier einen Beigeschmack von Kummer und Erschöpfung, ja. Also das ganze Thema belastet ihn auch gedanklich sehr. Er weiß, was los ist. Er weiß, dass es nicht sehr einfach ist zwischen euch und das bringt ihm wirklich sehr, sehr viel Kummer, ja, auch Liebeskummer. Und über diesen Kummer, über diese Erschöpfung denkt er auch sehr viel nach, ja. Also er ist jetzt momentan sehr verkopft, damit meine ich, dass er einfach sehr viel nachdenkt. Und durch das ständige Nachdenken ist er schon erschöpft und da grübelt er sehr viel drüber nach. Ja, wenn man jetzt immer wieder über dasselbe Thema nachdenkt, kommt man auf keinen grünen Zweig und verzweifelt auch. Ja, und es liegt mir hier so, dass es bei ihm momentan wirklich so ist, dass er einfach auch gedanklich sehr verzweifelt ist, weil einfach sehr viel Kummer und einfach sehr viel Erschöpfung auch da ist. Schauen wir uns seine Gefühle an. Es liegen hier zwar keine Gefühle, ja, das finde ich aber nicht weiter schlimm. Das bedeutet für mich hier einfach, dass er sehr viel nachdenkt, ja, dass er die Gefühle jetzt einfach nicht so zeigen kann, ja. Und er wird hier auch also Nachrichten erhalten über das Finanzielle, ja. Also da liegen hier auch die finanziellen Verluste mit dem Nachricht erhalten. Da gehe ich wirklich davon aus, dass er diese Nachrichten bekommt. Ja, also das hat jetzt nichts mit dir zu tun, sondern er wird hier einfach Nachrichten erhalten haben oder noch Nachrichten erhalten werden, die ihn einfach dazu animieren, sich etwas vorzumachen. Ja, wir haben hier die Lüge auch liegen. Ja, aufgrund dieser Nachrichten, dieser finanziellen Sorgen, die er auch hat. Ja. Sagt er sich jetzt innerlich, dass keine Gefühle da sind, dass er keinen Kontakt will oder was auch immer, ja. Aber da lügt er sich etwas vor, ja. Es sind diese finanziellen Sorgen bei ihm da. Er grübelt und denkt auch sehr viel darüber nach und deswegen lügt er sich auch selbst im Bereich seiner Gefühle etwas vor, indem er vielleicht sich vorgaukeln probiert, dass einfach zwischen euch keine Gefühle sind, ja. Aber das ist dann einfach Lüge von ihm, ja. Es kann auch sein, dass er vielleicht dir gegenüber sagt, ja, er hat überhaupt keine finanziellen Sorgen, alles ist easy, alles ist super, aber auch da sind schon die Lügen versteckt, ja. Also ihm geht es an alles andere als gut. Schauen wir uns seinen nächsten Entwicklungsschritt an. Ja, und da sieht man schon, dass sich in Zukunft nicht viel verändern wird, ja. Er wird weiterhin sehr undurchsichtig sein, was die Beziehungsarbeit und die wahre Liebe betrifft. Ich denke schon, dass hier wirklich die wahre Liebe zwischen euch ist, ja. Ihr seid Dualseelen und da besteht einfach die wahre Liebe. Aber er wird sich auch nach außen hin sehr unklar geben, ja. Also da musst du wirklich damit rechnen, dass er so in einem Zwiespalt ist und dass man einfach aus ihm momentan und auch in der nächsten Zeit nicht schlau wird. Es ist aber für dich wichtig, dass das nichts mit dir zu tun hat. Er hat hier offensichtlich finanzielle Sorgen, er denkt doch sehr viel über alles Mögliche nach, ja, auch an dich und an das Verliebtsein, ja. Also es sind auf jeden Fall Gefühle da, aber er zeigt sie nicht nach außen. Er gibt sich nach außen hin sehr unklar. Schauen wir uns jetzt deine Seite an und deine Gedanken. Ja, und bei dir sieht es so aus, dass du an den Rückzug denkst. Ja, der Umzug bedeutet ja nicht immer, dass man jetzt seine Koffer packt und wegzieht. Der Umzug kann ja auch bedeuten, dass du
an den Rückzug auch denkst, ja, aber auch an Treffen mit ihm. Wir haben hier die Einladung liegen, das bedeutet ja auch Verabredungen, Treffen. Also du bist da hier sehr zwiespältig, ja, weißt aber, dass die Anziehungskraft zwischen euch sehr groß ist und das stimmt ja auch, ja. Aber wie gesagt, du denkst auf der einen Seite an den Rückzug, auf der anderen Seite möchtest du doch die treffen und bist hier auch sehr unklar. Das sieht man auch hier, was deine Gefühle betrifft, denn die schaue ich mir nämlich jetzt an. Ja, und auch bei dir ist nicht so recht eine Gefühlskarte gefallen. Aber wie gesagt, das hat keine große Bedeutung. Das heißt für mich jetzt, dass du mehr in den Verstand gehst, ja, dass du mehr nachdenkst und nicht mehr sehr stark mit dem Herzen handelst. Ja, also ich finde das jetzt nicht schlimm, dass hier keine Gefühlskarte gefallen ist. Das ist jetzt einfach so, dass jetzt einfach der Verstand bei dir vorherrscht, ja. Und es ist ja auch der Gigolo gefallen, ja. Vielleicht denkst du über ihn, dass er einfach mit dir nur flirtet, mit dir nur spielt, ja. Aber es liegt ja auch die Gerechtigkeit. Du weißt, dass es bei ihm andere Verpflichtungen gibt, ja. Das heißt, er spielt dir hier nichts vor. Er ist sehr gerecht mit dir, ja. Er sagt dir, dass eine Beziehung nicht möglich ist. Ja, weil beim Gigolo, das ist ja immer ein Mann, wo eine Beziehung einfach nicht möglich ist. Und der ist dir auch gegenüber sehr fair, ja. Und er sagt dir, so und so ist es, ich habe diese Verpflichtungen und er behandelt dich hier auch fair, ja. Und das wundert mich jetzt nicht, dass das auf dem Bereich der Gefühle liegt, denn das heißt für mich, dass diese Situation, ja, diese Verpflichtungen, die er hat, auch Einfluss auf dein Gefühlsleben nimmt, ja, dass du einfach mehr analysierst, mehr mit dem Kopf versuchst zu verstehen und nicht nur das Herz regieren lässt, ja, also das finde ich sehr, sehr gut, ja, denn es gibt Menschen, die einfach ab einem gewissen Punkt nur auf das Herz hören, ja, und ich denke, bei diesem Punkt warst du schon und bist jetzt an diesem Punkt angelangt, wo du einfach auch nüchtern das Ganze betrachtest, ja, und deswegen ist dir auch nicht so recht eine Gefühlskarte gefallen, ja, also ich finde das einfach nicht schlimm, ich denke einfach, dass du mehr nachdenkst auch, ja, und das soll ja auch so sein. Schauen wir uns deinen nächsten Entwicklungsschritt an. Ja, und da sieht es so aus, dass du Nachrichten an ihn versenden wirst. Das Ganze wird aber nicht von heute auf morgen passieren, ja. Du wirst ihm Nachrichten versenden, nach einem gewissen Zeitpunkt, und wirst ihn darüber informieren, dass du einfach eine feste Beziehung mit ihm wünschst, ja. Ich habe darauf dann noch eine Zeitkarte gezogen, damit du hier einen Zeitraum hast, ja. Also mit der Karte Zeit bedeutet immer sehr, sehr lange, ja, also nicht von heute auf morgen. Und da habe ich mir gedacht, ich werde hier eine Zeitkarte ziehen, wie lange du dir hier ein Zeit lassen solltest, um diese Nachrichten zu versenden. Ja, diese Karte zeige ich dir dann zum Schluss. Schauen wir uns jetzt seine Botschaft an. Und bei ihm haben wir die Karte in Bälde. Entscheide klar, was du willst, damit es jetzt zu dir kommt. Das ist eine klare Aufforderung von den Liebesengeln, dass sich dein Herzensmann entscheiden soll. Ja? Er soll sich entscheiden, was er möchte. Ob er die Beziehung mit dir möchte oder ob er bei seinen Verpflichtungen bleibt. Ja? Man hat ja früher gesehen, dass er dich fair behandeln wird, indem er dir einfach sagt, dass er diese Verpflichtungen hat. Ja? Also inwieweit diese Entscheidung jetzt fällt, sieht man hier nicht. Ja? Er wird dir aber fair gegenüberstehen, ja, er wird dir nichts vormachen. Und die Karten möchten ihm auch raten, nicht ständig zwischen Verpflichtung und dir so hin und her switchen, wie es ihm gerade passt, sondern sich einfach klar zu entscheiden. Also eine sehr, sehr tolle Botschaft finde ich für ihn. Schauen wir uns deine Botschaft an.
Ja, und deine Botschaft lautet Leidenschaft. Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Das heißt, du solltest mehr in die Leichtigkeit wieder gehen, ja? Nicht immer darüber nachzudenken, wie es weitergeht. Lebe im Hier und Jetzt, ja? Du merkst ja auch, dass die Leidenschaft zwischen euch vorhanden ist, ja? Und deswegen sollst du wieder mehr in die Leichtigkeit gehen. Es sind zwischen euch sehr starke Gefühle, es ist die Anziehungskraft da. Du kannst deine Dualseele sowieso nicht verlieren. Wenn er sich jetzt dafür entscheidet, für seine Verpflichtungen, ist das jetzt momentan sein richtiger Weg. Ja? Und für dich gilt es dann einfach, diese Situation zu akzeptieren, nicht darunter zu leiden, aber du hast dann auch das Recht, deinen eigenen Weg zu gehen. Ja? Also wieder mehr in die Leichtigkeit gehen. Und zum Schluss schaue ich mir jetzt noch deine Zeitkarte an, weil wir ja die Karte gehabt haben, dass du Nachrichten versenden wirst. Und hier haben wir die Karte, es wird bald klappen, 3 Tage, 3 Wochen. Da wir aber hier jetzt auch die Zeit als Karte haben, ja, und die Zeit bedeutet immer sehr lange, also nicht von heute auf morgen, würde ich die 3 Tage jetzt nicht als Antwort nehmen, ja. Ich würde hier eher die 3 Wochen nehmen, ja. Also du sollst dir wirklich 3 Wochen Zeit nehmen, um darüber nachzudenken und dann erst, wenn du den Impuls verspürst, ihm eine Nachricht zu senden, ihm darüber zu informieren, dass du dir das wünschst. Aber wie gesagt, du kannst ihn nicht zwingen, aber einfach, dass du offen bist, du sagst, du wünschst dir das und dass du eine Entscheidung von ihm auch verlangst, ja. Aber ich würde mir da jetzt wirklich 3 Wochen Zeit lassen. Also nicht von heute auf morgen, sondern wirklich 3 Wochen warten. Ob du dann den Impuls verspürst, wirklich diese Nachrichten zu senden, ist deine Entscheidung. Ja? Handle intuitiv. Ich kann dir jetzt nur einen Tipp geben vom Zeitaspekt her. Wenn du jetzt nach den 3 Wochen sagst, nein, ich habe immer noch das Gefühl, ihm jetzt nicht anzuschreiben, dann mach es auch bitte nicht. Ja? Handle immer nach deinem nach deiner Intuition. Aber die Karten raten dir einfach jetzt wirklich 3 Wochen noch abzuwarten und hier einfach noch darüber nachzudenken. Also hier nichts von heute auf morgen zu überstürzen. Wenn du noch Fragen hast, ja, dann melde dich einfach bei mir. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Tschüss!